Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Crawler-Abenteuers am Dolmen Creu de Coperteia bei Roses. Dabei handelt es sich um ein 1964 unter Schutz gestelltes und restauriertes Dolmen bei Roses an der Costa Brava in Katalonien, Spanien. Und dieser Dolmen ist der größte in Katalonien. Ein Dolmen ist in der Regel ein aus großen, unbehauenen oder behauenen Steinblöcken errichtetes Grab. Das Monument, in dem man menschliche Knochen und zerschärbte Keramik aus verschiedenen Epochen fand, wird auf etwa 3.000 bis 4.000 Jahre vor Christus datiert. Hier sind wir wieder vom Weg auf die Mauern zurückgegangen, weil es auf den Mauern einfach mehr Spaß gemacht hat. Hier war irgendwas mit der Aufhängung am Bronco nicht ganz in Ordnung, aber egal. Unter 50 Euro gehen wir eh nicht heim, also weiter geht die ganze Sache. Oh, da gab's einmal die Hand Gottes. Aber zugegeben, es war schon nicht ganz einfach auf diesen Mauern stellenweise. Also, das ging schon gut ab. Ja, was haben wir denn hier? Einen schönen Felsen als Fotopoint. Na, da mussten wir doch mal hoch. Und irgendjemand wollte hier wahrscheinlich eine Fango-Packung haben. Für mich ist der Schlamm nichts mehr. Nachdem ich mir einmal ein Getriebe fast ruiniert habe, bleibe ich dem Ganzen fern. Ist doch immer wieder erstaunlich, was die Autos alles aushalten können, wenn man sieht, wie tief das Auto im Schlamm drin steckt. Und weiter geht die wilde Fahrt auf der Mauer. Man muss sich das mal vorstellen, diese ganzen Steine erstmal zusammenzusuchen, auf die Größe zu bekommen und dann aufeinander zu schichten. Schon Wahnsinn. Vor allem alles einfach nur aufeinander gelegt. Da ist nichts betoniert oder eingemörtelt oder sonst irgendwie etwas. Die liegen einfach nur aufeinander. Und das bombenfest. Stellenweise war es schon nicht ganz einfach zu sehen, wo man hinfährt, weil die Mauer recht hoch war, also auch höher als ich selber. Ich habe also auch nur raten können, wo das Auto hinfährt und auch richtig sehen, ob was hinten dran ist oder ob es hinten dran runterfällt, war auch nicht. Stellenweise könnte man auch einfach mal nur sagen, ab durch die Hecke. Oder Augen zu und durch, weil was anderes war da teilweise wirklich nicht möglich. Die Kamera im Auto zeigt ganz gut, wie dicht der Bewuchs teilweise war und wie sich das Auto durch alles durchwühlen musste. Auch hier ist wieder schön zu sehen, wie das Fahrwerk arbeitet und über die Steine zu kommen. Die ganzen Unebenheiten werden richtig schön ausgebügelt. Das kommt vielleicht nicht so rüber, aber an diesem Tag war es auch wieder bullenheiß. Mal so locker 33, 34 Grad, wenn nicht sogar noch wärmer. Und Schatten gab es hier überhaupt keinen. Schauen wir uns einmal an, wie Yoshi die Stelle meistert. Das ist ganz schön eng, wenn ich mir das so ansehe und ziemlich hart an der Kante. Okay, schauen wir uns mal den letzten Abschnitt von dieser Strecke an. Das war jetzt der Punkt, an dem wir dann beschlossen hatten, umzukehren, weil es dann doch recht spät geworden ist und immer heißer geworden ist. Hier haben wir die Mauer dann wieder verlassen und sind auf dem normalen Weg mit den Autos gefahren.
Und hier sieht man dann auch eine richtig schöne Stelle mit einer kleinen Stufe drin. War richtig toll zu meistern. Zum Schluss ging es noch über ein paar Felsen am Boden. Hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ich wieder hierher kommen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Somit seid ihr immer informiert, wenn was Neues rauskommt. Danke und ciao, ciao.